Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten LoL-Trends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Varus. Von allen Patch 14.17 gebufften Champions hatte er mit Sicherheit die stärksten bekommen und das hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht. Je nach Elo-Bereich konnte er zwischen 1 und 2,5% Winrate-Zuwachs verbuchen, allerdings kommt er außerhalb von Diamond immer noch nicht auf die 50% Winrate. Ab zum Abfalleimer der Woche. Das ist Seraphine. Eine lange Zeit lang konnte sie wirklich alle Nerfs dodgen, egal wie hoch ihre Winrate war. In Patch 14.17 musste sie dann allerdings doch einen Nerf kassieren. Lediglich ihren W hatte man genervt, allerdings war das auch die Ability, die viele gemaxt hatten. Vor allem in Diamond hat sie massiv an Winrate verloren. Da durfte sie sich einfach mal von fast 3% Winrate verabschieden. In den anderen Rängen sieht es allerdings nicht ganz so schlimm aus. Kommen wir zum Nope der Woche und das ist Nasus. Wer in der letzten Zeit ACK, LEC, LCS und so weiter angeschaut hat, der weiß ganz genau, dass Nasus momentan extrem an Beliebtheit gewinnt, insbesondere in der Midlane, wo er praktisch jeden Melee-Champ gottlos hops nimmt, außer halt eben Garen. Seine Bannrate hat sich innerhalb von nur einem Monat teils verfünffacht. Der Champion ist aus meiner Sicht schon ewig extrem gut, vor allem wenn man bedenkt, dass man auf ihm wirklich keinerlei Mechanics braucht, dass es so lange gebraucht hat, um zu realisieren, dass er einfach nur broken ist. Das überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Zeit für den Broken Pick der Woche und das ist Garen. Auch Garen hat in letzter Zeit massiv an Popularität gewonnen und das nicht nur als Nasus-Counter. Garen hat vor allem in der Midlane eine wirklich vollkommen absurde Winrate. Laut LoL Analytics hat er in Emerald Plus mittlerweile fast 54% Winrate und das spiegelt sich zunehmend auch in seiner Bannrate wieder. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass ein so dermaßen stumpfer Statcheck-Champion wie Garen oberhalb von Platin eigentlich per Definition nicht mehr als, ich sag mal, 48% Winrate haben dürfte. Das aus meiner Sicht allerdings Gute am momentanen Nasus in Garen Spam im Pro-Play ist, dass sie mit Sicherheit in der nahen Zukunft dann endlich auch mal genervt werden. Fliegen wir zum Item der Woche und das ist Stridebreaker. Das Item hat diesen Patch deutlich an Popularität gewonnen und das nicht nur, weil Garen so unfassbar beliebt ist. Stridebreaker hat vor allem auf den Champions, auf denen man nicht wirklich denkt, okay, das Item ist eigentlich gut, eine absurd hohe Winrate, wie zum Beispiel auf Jax oder auf Naferi, da liegt die Winrate einfach mal bei nahezu 60%. Fakt ist, viele Champions wären ohne Stridebreaker nur halb so nützlich. Mittlerweile gibt es in Korea sogar viele Yasuo-Spieler, die Stridebreaker bauen. Halten wir beim Fail der Woche und dort bei dem wahrscheinlich längsten Aram-Clash aller Zeiten. Auf dem ozeanischen Server hatte jemand ein Aram-Clash-Spiel, das unfassbare 7 Stunden ging. Und der Fail an der ganzen Aktion, kein Team hatte das Spiel am Ende gewonnen. Denn nach genau 420 Minuten, also 7 Stunden, stürzte das Spiel einfach ab und war weg. Imagine, man spielt 7 verdammte Stunden lang in Aram, nur damit es am Ende komplett, ja, für die Katze ist. Beim Trick der Woche habe ich für euch einmal einen Clip von Jankos mitgebracht. Eigentlich wäre das Ganze auch ein super Fail der Woche, schaut aber einfach mal für euch selbst. What? 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 There was a pink! How did she Q-flash me? What? Leona weiß hier trotz Pink Ward ganz genau, wo Jankos ist, weil die Leona Ult tatsächlich Vision gibt. Ganze 3 Sekunden lang gibt die Ult nach Impact Vision. Viele, inklusive Jankos, scheinen das Ganze noch nicht zu wissen. Was macht eigentlich Riot? Riot erhöht für alle Riot-Titel die RP-Preise. Der Preis für Riot-Points wird vor allem in Regionen, in denen die Riot-Points zuvor sehr günstig waren, drastisch erhöht. In der Ukraine zum Beispiel um 73%. Grund dafür ist im Prinzip nur ein einziger Twitter-User namens Starlight. Der hatte einen RP-Shop programmiert, der Leuten mit Hilfe von Bots RP aus den extrem günstigen Regionen innerhalb von kürzester Zeit giftet. Die vorläufigen Patch-Notes zu Patch 14.18 sind außerdem da. 14.18 ist nun wie gewohnt der Worlds-Patch, obwohl Froxon den 14.17er-Patch schon auf Twitter den Final Patch Before Worlds genannt hatte. Dieser Patch könnte eine der größten der League of Legends Geschichte werden. 13 Champion Buffs und 17 Champion Nerfs, dazu 5 Item Changes, einen Rune Change und 2 Systemänderungen. Man passt
fast 20% der gesamten League of Legends Champions an. Die finalen Patch Notes von Riot gibt es hier in einem maximal knackigen Video am 10.09. direkt um 20.30 Uhr mit dem offiziellen Patch Note Release. Das war's damit aber auch schon vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Neutrends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.